Oh Wunder, ich bin im Garten. Das allererste Video und ich freue mich gerade richtig hier zu sein. Der Garten ist ein Chaos, ich war ein halbes Jahr nicht hier ungefähr, also aktiv und dachte auch den Garten aufzugeben, aber heute bin ich dann nun hier das erste Mal, auch wenn das Video dann nach einem anderen kommt. Hab den Flo dabei, der ist auch schon an anderer Stelle. Wir wollen Kartoffeln ernten. Kann man im Februar noch Kartoffeln ernten? Kommt da noch was bei rum? Wie sehen die aus? Größe? Wie auch immer, lass uns mal gucken, was wir da so entdecken können. Das ist das eine. Zweitens werde ich in das Video auch noch einspielen, was wir so geerntet haben. Wenn es vielleicht da gleich zu langweilig wird, einfach mal reingeschmissen. Da haben wir nämlich letztes Jahr im Spätsommer haben wir da auf jeden Fall noch Kartoffeln rausgezogen. Und die Geschichte, ja, da kam auch schon was bei rum. Und zwischendurch war ich dann nochmal da und war überrascht. Riesige Kartoffeln, da reicht eine Hand nicht aus, um zu zeigen, wie groß sie sind. Ja, aber Labarababa, ich gehe jetzt nach vorne zum Flo. Ich muss mich noch ein bisschen beruhigen. Ich bin hier gerade erst angekommen. Und dann werde ich ihm mal ein bisschen helfen mit den Kartoffeln, die aus dem Boden zu holen. Jene, die noch da sind. Er hat gerade schon Korbschier gemacht. Mensch, der Garten sieht aus. Guckt euch das an. Man darf das ja auch mal so zeigen. Da hinten ist schon der Flo. Und ja, legen wir einfach mal los. Ich habe schon Gartenhandschuhe dabei. So, er hat hier schon mal angefangen und da holen wir tatsächlich im Februar noch Kartoffeln raus. Die sehen tatsächlich aus, als ob sie noch keimen. Aber hier sowas, das sieht doch noch wunderbar aus. Ja. Cool. Und das halt. Ja, ich weiß nicht, ob das was hier auf sich hat. Das ist halt ausgekeimt, ne? Ja. Er hat nicht immer was zu bedeuten. Kann ja auch so noch von da unten die nächste große. Krass, das sind richtig viele. Viele sind auf jeden Fall. Jetzt wollen wir mal gucken. Mal grob den Rand nochmal zeigen. Also, ne, ist so ein bisschen selbstzeichnend. Dann hier haben wir so Keyhole-Beet-mäßig angelegt. Das hat auch echt wunderbar funktioniert. Und dann ging das hier rüber. Hier ist so die Schlusskante. Dann haben wir hier einmal durch und dann den Rest wieder, dann schließt sich der Kreis. So, und bei den Kartoffeln haben wir auch überhaupt nicht angehäufelt oder so, sondern haben, da kommen echt überall welche raus. Ja, und dann halt mit der Schafswolle, ein bisschen Quecke am Rand weggemacht, also alles, was ihr jetzt quasi wachsen seht, also in der Form hier. Quecke ohne Ende. Ja, und die hat er da schon rausgeholt aus dem Loch. Hier bist du fertig, oder? Ja. Ganz fertig. Also ich habe hier nichts mehr raus. Also ich komme von da nochmal. Hier waren wir auch schon mal drin, hier vorne, wo ich bin. Sowas taugt da nichts mehr. Eigentlich müsste rot sein. Obwohl, da drunter. Ne, gammelig. Und weg. Das ist die Ausbeute. Wir sind hier dann nochmal durch, bis hier rüber, wie ihr auch sehen konntet. Und ab hier werde ich, also wo jetzt die Forke quasi schon versteckt, hier, bis da werde ich dann noch Beikraut weiter jäten, hatte ich ja gerade mit angefangen. Und mal gucken, ob da hinten dann nochmal was rauskommt und da ist auch nochmal ein Bereich. Ja, wird sich alles zeigen. Aber die heutige Ernte, die kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Da lässt sich ordentlich was, ja, zum Keim zur Seite packen für dieses Jahr. So auf jeden Fall sehr glücklich mit. Hier, die ist nicht mehr gut. Und ja, ein paar Sachen zum Essen auf jeden Fall. Da sieht noch einiges gut aus. Also überraschend. So spät kann man auf jeden Fall noch ernten. Soll sich aber gewiss sein, dass sie matschig sein können. Ich denke, so ein Fazit können wir draus ziehen. Ja, und auch so der Anbau ohne Anhäufeln, was da so von der Größe rumkommt, können wir auf jeden Fall auch zufrieden sein. Mehr möchte ich jetzt gar nicht. Der Flo steht schon da hinten. Wir wollen aufhören. Das reicht für heute. Auch so der erste körperliche Start. Ja, und dann sage ich vielen Dank fürs Zusehen und tschüss und bis zum nächsten Mal. Euer Lars. Wir sind raus und weg.